und 28 hierhin, wo nix liegt, weißt du? Oh Mann, ey. Ich meine, gut, auf der anderen Seite ist es wirklich nicht viel. 7 Arbeitstage. Ich denke, die unsere Baubetriebe hier unten haben ganz andere Sorgen gerade. Ja, das habe ich befürchtet. Es ist enorm viel in der Stadt noch zu tun. Wir haben hier relativ viele Sanierungsarbeiten und deswegen, das schluckt unglaublich Bevölkerung. Diese ganzen Sanierungsarbeiten hier ist natürlich zum einen schlecht für die allgemeine Zufriedenheit. Und zum anderen müssen halt extrem viele Sachen erstmal hingeschafft werden, ne? Ja. Und da das alles recht schnell passiert ist, in der Bauphase, haben wir natürlich genau das gleiche Problem jetzt halt hier auch. Es muss halt auch relativ schnell hintereinander saniert werden. Sag mal, wo ist denn das Fahrzeug? Hier kommt er. Ja gut, hier wie gesagt kein Räumdienst, der gerade da wäre. Aber auf der Brücke geht's schneller. Genau, Markus. Erstmal muss die halbe Republik saniert werden. Ja, die kriegen da schon ein bisschen was weg, ne? Aber es ist halt... Die sind auch lang unterwegs gewesen, das darf man nicht vergessen. Solange es jetzt nicht alle 5 Sekunden schneit, haben unsere Schneeräumer natürlich auch die Möglichkeit, die Hauptrouten zu räumen. Das dauert natürlich eine ganze Ecke. Ja, und dass die Leuten hier in der sanierten Bude gerade im Winter nicht gut geht, das ist mir auch klar, ne? Kommt der Krankenwagen. Ja. Oh, Leute, ey. Gerade erstaunliche mehr Schulden. Unser Sweet Spot war irgendwo bei 2700 Leuten oder so. Da hatten wir den Punkt erreicht, wo so schnell produziert worden ist, in den ganzen Außenbezirken, also auch hier bei der Nahrung zum Beispiel oder bei den, also hier bei der Nahrung und hier bei den Kleidungsstücken, wurde dann so schnell produziert, dass wir relativ viel Verkäufe hatten, plus der Sondermüll noch, das hat richtig reingekickt. Also da war unsere Bilanz gut. So, Wasser ist da. Dann, let's go. Ich hoffe, das Abwasser hält das eine Zeit lang. Mal schauen. Die Leute, es sollte ja ein Bus irgendwo auftauchen hier. Irgendwann sollte hier ein Bus auftauchen und Leute bringen. Weil es muss erstmal ein bisschen anlaufen, damit wir die Sondermüllkapazitäten hier ein bisschen hinbekommen. Und dann müssen wir mal schauen, wie das läuft. Also erstmal müssen wir halt, wie gesagt, unsere erste Baustelle sollte sein, dass das hier ein Ticken anläuft, also quasi so mal den Kickstart macht. Dass hier so ein bisschen Wallung reinkommt in das Ganze. Sobald hier so ein bisschen Betriebsamkeit ist in der Müllverbrennung, ja, und hier so die erste Müllverbrennung auch anläuft, schalten wir alles oben andere um, ja, dann wird aus diesem wird hier quasi gar nichts mehr gemacht. Der ist ja eh schon leer. Dann machen wir das, schalten wir das ab und reißen das auch insgesamt alles ab. Und sobald das dann abgerissen ist, läuft dann nur noch alles da. Das ist dann, glaube ich, relativ harmlos. Müssen wir mal schauen. Aber momentan kommen kaum Arbeiter an. Das ist natürlich, die macht die Sache jetzt gerade nicht einfacher. Hier sind wir auch fast durch. Noch 113 Tonnen Kies fehlen hier noch. Wie schaut es im Werk oben aus? Gar nichts mehr.
gar nichts mehr und ein kaputter LKW hier. Kann ich den zur Werkstatt schicken? Nein, kann ich auch nicht, ne? Hier sind auch kaum Arbeitskräfte da. Es ist wirklich, wirklich ärgerlich. Hier wird auch ein Kran repariert dann noch. Jetzt sind zwei Arbeitskräfte da. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ja, jetzt kommen natürlich auch immer gleich mehr Fahrzeuge rein. Als ob wir da auch nur ein bisschen Leute hätten. Ja, jetzt kommt nochmal einer. Bitte bring ganz viele. Ja, bring ganz viele. Sehr schön. Sollte hier die Geschwindigkeit ja auch erstmal losgehen. Gut. So, hier ist auch die Sanierung schon abgeschlossen. Das ging jetzt relativ erstaunlich schnell. Weil hier zum Beispiel, das Kino wird auch gerade richtig saniert. Schöne Sache. Ja, jede Sanierung, die abgeschlossen wird, macht natürlich Arbeitskräfte auch wieder frei, die natürlich dann auch irgendwo anders wieder hinwollen. Ich bin ja auch nicht mal böse drum, wenn es nur 4 oder so sind. Das macht mir ja gar nichts. Oh, 5 Arbeitskräfte sind da. Betrieb ohne Probleme. Hört ihr das, Chat? Druck ist da. Ja, hier fließt ein bisschen Wasser durch, ne? Fünf Base da drauf. Uiuiui. Ui, ui. Aber das läuft so wenig gerade. Ich weiß nicht, ob das, weil die Arbeiter so niedrig sind. Schau mal, die produzieren fast gar nichts. Meint ihr, das hängt am Export? Stopp, warte. Das will ich im Winter eigentlich nicht ausprobieren. Oh ja, oh ja. Oh ja. Warte, hier ist irgendwas gerade ein Problem gewesen. Das juckt mich nicht. Hier brennt was. Da ist unsere Feuerwehr nebenan. Was brennt hier? Das Große, ne? Können abarbeiten, okay. Sehr gut. Dann kümmern wir uns weiter um den Export. Unser Geothermiekraftwerk ist jetzt komplett am Limit, ne? Das Ding ist, wenn hier keine Leute arbeiten, dann bricht der Strom im gesamten Staat zusammen, ne? Ja, wir kriegen hier Flackern rein, weil das Geothermiekraftwerk allein schafft, den Verbrauch nicht zu decken. Wobei das an sich jetzt auch läuft. 10% ist als Dauerverbrauch ist für mich in Ordnung. So, Leute. Dann let's go. Dann fangen wir an mit den wichtigsten Sachen. Also, Müll und alles, was mit Müll zu tun hat, Sondermüll. Kommt direkt in die Verbrennung rein. So, Hammer. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch den zweiten Zubringer. Den muss ich mir mal ganz kurz pinnen. Hier muss auch Sondermüll rein. Und wir sagen dem, der soll hier gleich auch noch Sondermüll holen. Beladen, entladen, Sondermüll, let's go. So, dann haben die jetzt erstmal ordentlich was zu tun. Die Fabrik läuft, hat gut Betriebsamkeit, kein Problem. So, ich hoffe, da auf Dauer läuft das dann auch ein bisschen butterweicher. So, hier, die Füllung steigt schon. Gut, das heißt, das Ding sollte jetzt eigentlich gar keine Priorität mehr haben. Das ist eigentlich fertig. Aber wir haben ja noch gesagt, wir haben die Abrissbüros noch, die auch Sondermüll haben.
Und das muss natürlich dann auch wieder hier direkt rein. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei. Eins müsste doch hier sein irgendwo. Ja. Sondermüll kommt auch direkt hier rein. Also das wird direkt ingested, ja. Also das geht rein in das Gerät. Schön. Sondermüll ist fertig. Gut. Das bedeutet, wir können das Hauptlager hier endgültig abreißen. Das kann weg. So, und damit kann die alte Müllverbrennungslinie kann auf die neue Linie umswitchen. So, fertig. Jetzt ist die auf der neuen Linie eingerichtet. Okay, sehr schön. Ja, das mit den Prio-Switches, das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Da müssen wir das Stromnetz an der Stelle vielleicht nochmal kitten. Mir ist jetzt wichtig, dass das irgendwie ein Ticken läuft. Und das läuft auch richtig butterweich, ne? Also butterweich, kann es gar nicht anders sagen. Schau mal, in welcher Geschwindigkeit die da abarbeiten. Wahnsinn, oder? Und das sind nur 5. Stell dir mal vor, das wären 20. Und jetzt wird auch der Import langsam relativ, ne? Geilomat, ey. So. Ja, ich weiß, das Geilomat sagt heute keiner Mensch. Aber ich bin halt alt, ne? Also ich darf das. 34%, die aktuelle Verschmutzung sinkt, meine Lieben. So, Asche gelöst. Asche, es fliegt davon. Ja, meistens über die Grenze wird verkauft, bis bisschen was da noch drin ist. Da freuen sich die Nachbarn, ne? Stell dir vor, du könntest das komplette Potenzial im Stromexport nutzen. Das werden wir auch als nächstes machen. Aber ich will nicht schon wieder die nächste Baustelle angraben. Ich will jetzt endlich mal die aktuelle Baustelle hier lösen. Und das ist diese hier. Das ist diese lange Abwasserleitung, die wir noch kitten müssen. Wir sind alle alt hier. Das ist natürlich ein Argument. Ne? So, hier kommt jetzt gerade frischer Sondermüll an. Und wie das schmeckt. So. Gucken wir mal, hier war auch gerade, glaube ich, jemand drinnen, oder? Nee. Ich dachte, hier wäre jemand reingefahren. Ist aber nicht. So, natürlich ist die nächste Frage, wir werden relativ bald Fahrzeuge brauchen, die nicht nur Sondermüll hier hinkippen, sondern auch den Müllabsatzcontainermüll holen. Da bin ich mal gespannt drauf. Da müsste eigentlich demnächst mal einer kommen, der tatsächlich nicht nur Sondermüll bringt, sondern Absatzcontainer abholt. Also einer müsste schon voll sein, ne? 39 Tonnen schafft ein Fahrzeug komplett. Die das Asche- und Metallschrott. Hilbert. Das Asche- und Metallschrott, was da drin ist. Deadwalker, dankeschön für ein halbes Jahr. Deadwalker-X liebt den Stream. Dankeschön. Subhype. Vielen lieben Dank für den lieben Support, ey. Ist ja herzallerliebst von dir. Und deine Herzen sind dir natürlich sicher, ne? Ganz klar. So, meine lieben Freunde der Fröhlichkeit hier. Wir müssen schauen, dass wir das nicht überlaufen lassen, ne? Also das ist natürlich, wäre natürlich gut gewesen, so ein Lager zu haben, eine Müllhalde für die Absitzcontainer. Ich hoffe allerdings, dass genau das passiert. Jetzt mit 6 Tonnen ist das ein bisschen wenig. Aber hier fährt der zweite auch gleich rein. Sehr angenehm, sehe ich das. 51k haben wir jetzt schon plus gemacht. Und da ist niemand drin, ne? Oder kann. Ja, gut, wir brauchen ja überhaupt erstmal Zeit, das alles aufzufüllen. Schaut mit dem Abwasser aus. 12% ist kein Problem noch. Ja. Ja, hier läuft es ein bisschen, ne? Rubels. Ich zahle mal 100.000 an der Schuldgeschichte zurück, um meine Kredite, also ich versuche den einen kleineren Kredit mal rauszubekommen aus dem System. So, hier wird abgerissen. Hier ist ein bisschen Metallschrott noch.
Bauschutt wird direkt an der Grenze abgegeben. Metallschrott, kann ich das noch lagern? Ja, da ist noch Platz. Schön. Wir räumen beide hintereinander. Das doppelte Leistung dann. So, wie schaut's an der am Kieswerk aus? Ja, der Kies ist halt bitterböse unterwegs, ne? Ja, einen Bruchstein haben wir auch keinen. Es ist zum Heulen. Ja, wir schaffen es fast auf eine Seite, ne? Also fast. Okay. Wir müssen uns dringendst an die Geschichte ranwagen. Mit allem hier. Unsere Zufriedenheit ist echt ein Problem, ne? Ich meine, wenn die Leute jetzt nicht mehr sterben, dann merken sie erst, wie unzufrieden sie sind. Ja? Und es ist auch deutlich zurückgegangen, die Verschmutzung. Boah, leck ist die zurückgegangen. Okay. Hier unten ist noch dreckig, aber das liegt halt wirklich da an dem Ausfluss. Da vorne auch noch. Aber hier innerhalb der Stadt ist es schon viel besser. Es ist auch auf 34% durchschnittliche Verschmutzung in dem Rahmen hier drin zurückgefallen. Das ist schon extrem hilfreich. Hier sind ordentlich Leute jetzt auch da. Schau mal, wie die das wegarbeiten, Alter. Die hauen da richtig rein. Ja, es füllt sich das Röhrchen hier. Ich meine, 660 Megawattstunden Strom ist natürlich eine Ansage, weil unser Hauptkraftwerk halt auch nur die Hälfte macht. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt mal hergehen und sagen, ey, weißt du was, was kostet die Welt? Also die Stadt mal ein bisschen im Blick behalten, wenn wir gerade so stark vertreten sind. Gut. Okay, also wenn ich mir diese Verschmutzungsrate hier angucke, da oben ist noch ein großer Verschmutzungskegel, ja. Ob das vom Kieswerk ausgeht, glaube ich nicht. Das ist viel zu irrelevant dafür. Ich denke, die Verschmutzung zieht sich hier jetzt Stück für Stück immer weiter zurück. Das heißt, unsere Leute sollten durchschnittlich immer älter werden und das werden sie auch. Hast du aus dem Zweitlager Sondermüll nur 30% eingestellt? Skandal. Ekelhaft. Ekelhaft. Welch Unvermögen, ey. Dankeschön. Jetzt wird natürlich radikal hier nachgebessert. Gleich kommt noch ein bisschen Geld. Immerhin arbeitet hier einer, ne? Das ist ja schon mal was. Ja, die Pollution Warning wird jetzt dann gleich wieder zurückgehen. Schauen wir mal gerade. Ach, guck mal, butterweich. Den können wir in einem halben Jahr reparieren. Vorher kriege ich den leider nicht
zur Reparatur geschickt, auch selbst wenn der nichts zu tun hat. Und selbst wenn die hier nichts zu tun haben, der fährt einfach nicht zur Werkstatt. Du kannst machen, was du willst, Sard. Du kannst nichts tun. Wenn der einmal hier steht und kaputt ist, musst du das Jahr abwarten. Dann schleppt er sich auf die letzten Krückenmeter in die Werkstatt rein und dann kannst du ihn fertig reparieren. Wichtig ist, dass diese Werkstatt gut mit Leuten besetzt ist, dass wenn eine Reparatur ansteht, diese Reparatur auch endgültig durchgeführt wird. Ach, schau, wie schön. Er wird schön zusammengewurschtelt. Kommen die da jetzt nicht hin, oder was? Jetzt. Oh nein, ich muss echt warten, bis das weg ist, ne? Der ist, bei dem ist es genau das Gleiche. In einem halben Monat kann der zur Reparatur. Einfach einen neuen LKW kaufen. Ja, ich versuche halt, die wir haben, maximal zu reparieren, wenn sie können. Im besten Falle, um sie nicht nochmal kaufen zu müssen. Ne, weil es teuer ist. Also Fahrzeuge zu kaufen in den Mengen, die wir brauchen, ist teuer. Deswegen versuche ich halt zu schauen, dass die wir haben, lieber repariert würden, als dass wir die einfach ersetzen. Vor allem der Verkauf ist auch teuer. Also musst du auch für Geld zahlen oder mit dem man anders deinen Blödsinn verschrottet. So, 84 Tonnen Kies fehlen noch. Dann sollte sich die Kieslage rapide verbessern. Feuerwehr ist auf dem Weg. Gut. Sanierung hoffentlich läuft auch bald. So. Ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen zu schauen, dass wir weniger politische Kommissare hier stehen haben, die halt studieren wollen, weil da halt eine Uni in der Nähe ist und deswegen kommen die gar nicht auf die Idee zu arbeiten, aber es werden ja immer mehr. Das ist ja unglaublich. Ich versuche das gerade irgendwie einzudämmen, dass nicht so viele studieren dürfen. Ja, so ein bisschen die Bremse reinhauen hier. Was soll denn das? Aber es wird auch immer mehr. Aber jetzt wird es weniger. Jetzt kommen nicht mehr so viele nach. Ich meine, ich will das System nicht umbringen, ne? Aber ich will es halt ein bisschen regeln, dass hier mehr Leute in der normalen Arbeit aufgehen, weil da brauche ich sie gerade. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass hier halt mehr Leute stehen. Das ist natürlich unangenehm. So, okay. Wir bauen demnächst verpflichtend Luftfilter in alles ein. Ja, dann sollte das auch besser werden. So, hier arbeitet auch mal jemand am Bruchstein, aber wie gesagt, am Bruchstein geht gerade nicht, weil Bruchstein ist alle. Ist da unten irgendwas? Ach ja, guck an. Das ist natürlich toll. Wann kann der fahren? In 2 Monaten kann der erst zur Reparatur fahren. Ist ja Mist. Ist ja blödsinnig, Alter. Ja gut, aber wenn der da unten... wir brauchen den Kies ja auch schon, ne? Das hilft ja nichts, wenn wir gar keinen Kies mehr produzieren. Jetzt ist hier, die haben einen im Außeneinsatz gerade. Vielleicht war der auch tanken, keine Ahnung.
Ihr könnt natürlich für die Bützenbacher Kiesgrube könnte man natürlich einmal gucken, ob wir hierfür nicht einen großen Kipper kaufen. Also einen richtig großen Kipper. Der ist halt sackteuer. Ich nehme mal 17 Tonnen, 25 Tonnen. An sowas dachte ich. Das ist natürlich die schweineteuerste Geschichte, die du dir vorstellen kannst. Aber das wäre halt so der Überabschuss, ne? Das sind Farbkartuschen, die den Rauch weiß färben. Da hinten läuft's ordentlich, ne? Also da rumpelt ganz schön viel durch. Ist das der hier? 25 Tonnen, das ist der. Geil. Dann brauchen wir die Kiesgrube. So. Dann schütten wir den auf den Kieser. Ach, guck mal. Hier. Ist das der hier? Nee. Das ist der Bus, oder? Nee, auch nicht der Bus. Wen reparieren die denn? Irgendein Fahrzeug wird hier repariert. Aber keiner weiß welches. Das verrät er nicht. Nee, es war nicht der Bus. Irgendwie. Hä? Aber der ist doch nur 100% abgenutzt. Wieso? Wieso? Warum hast du das? Wieso denn bloß? Was ist denn für ein Blödsinn? Ja, Last Repair, 0. Weil die den irgendwann nicht mehr reparieren können? Was? Stopp. Also. Fahrzeugalter 20 Jahre, Abnutzung 100% bitte. Nur die 100%, nur die richtig kaputt sind. Also, was haben wir denn da? Kein Fahrzeug im Lager. Warte mal, aber so viele Fahrzeuge, die über 20 sind? Kann doch nicht sein, dass die damit gemeint sind. Die sind 21 Jahre alt. Aber der ist doch noch fit. Wie, die können den irgendwann nicht mehr reparieren? Was stimmt denn mit denen nicht? Auf den Schrottplatz schicken, ja, würde ich gerne, aber nee, warum nicht? Der Wild. Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Ja, dann klöppeln wir die halt selber. Naja, wir finden das schon noch raus. Eins nach dem anderen. Noch reparieren wir alles kaputt hier. Es müsste ja jetzt wenigstens der Fall sein, dass hier unten schön sauber jetzt erstmal 25 Tonnen Bruchstein eingelagert werden, damit unsere Kiesgeschichte endlich mal wieder läuft. Und so wie das aussieht, machen die genau das, was sie sollen. Hier kommt auch noch ein Kipper an, der bringt dann auch nochmal ein bisschen was. Aber der große LKW, der lohnt sich dann schon. Kannst du einen Schrottplatz bauen? Keine Ahnung. Gerade im Moment, wie gesagt, ich versuche jetzt meine Großbaustellen gerade mal ein bisschen in den Griff zu bekommen, damit wir auch mal ein bisschen Luft nach oben haben. Na, und sowas wie hier ist natürlich gerade Gold wert.
Wie schaut's mit dem Abwasser aus? Ja, die Plörre läuft schon fast aus der Schüssel, du. Das ist nicht gut. Liegt natürlich auch ein bisschen am Kies, dass da nichts weitergeht. Ich hätte das sehr gerne jetzt abgeschlossen. Ja, und hier geht auf jeden Fall ein bisschen mehr zur Sache. War da jetzt der Große schon? Ne, da kommt er erst. Der Große kommt gerade erst noch. 24 Tonnen Bruchstein am Start. Jetzt geht's gleich wieder mit dem Kies los. Wir haben nämlich da echt Bedarf auch gerade. Der zweite, glaube ich, braucht auch gar nicht mehr lange, bis der da ist. Ich glaube, das ist der hier. Ja, genau. Ja, wie gesagt, wenn die anderen repariert werden, wäre ich ja total begeistert auch. Genau, hier wird nämlich ordentlich Kies noch gebraucht. Sehr schön. Gut. So oder so ähnlich, liebe Freunde. Schau das hier aus, ne? Boah, die machen die Container aber auch ganz schön schnell voll, ne? Ja, aber hier ist nichts drin, ne? Also das ist... Ja, das dauert halt eine ganze Weile, bis die dann alle wieder startklar sind. Ein Gebäude brennt. Ist gleich gelöscht. Das ging schnell. Ja, wie gesagt, das mit dem Fahrzeug reparieren, das nervt mich einfach, dass du das nicht, dass du gar nicht mehr Informationen kriegst oder nicht manuell einfach sagen kannst, fahr mal in die Werkstatt bitte und lass dich mal checken. Das geht, aber nur einmal im Jahr und das finde ich total schwachsinnig. Der hat 50% Abnutzung. Bei denen könnte es funktionieren, wenn dann Leute hier noch drinnen wären, wäre halt toll. Der fährt in die... Was? Die Feuerwache? Wird die saniert gerade? Ach, die wird saniert gerade, okay. Da, Bretterparadies, 23 Arbeiter, das ist natürlich großartig. Hier sind 4 Leute drin, das ist gut. Die nächsten kommen gleich, habe ich gesehen. Hier wird ein bisschen Kies gerade vorgehalten, auch schön. Gut. Das heißt, das läuft. Unsere Bevölkerung. Checken wir mal ganz kurz durch. Wir haben jetzt aktuell Februar. Ich würde aber gerne das auf einen längeren Kontext sehen. Seit letztem Jahr Januar würde ich gerne sehen, wie sich unsere Bevölkerung entwickelt. Und sie entwickelt sich nach oben. Ganz, ganz leicht, aber nach oben. Dafür haben wir immer weniger Kinder. Keiner weiß wieso. Aber es ist so. Ja gut, aber das liegt wahrscheinlich an der eher sinkenden Glückseligkeit bei uns. Trotz Vollbeschäftigung. So. Sehr viele Fahrzeuge, Alter. Es läuft halt in der Geschwindigkeit hier runter. Das ist halt absolut verrückt, ne? Kommt wieder einer mit 39 Tonnen an. Die Frage ist, können wir dauerhaft auf 20% hochgehen? Ist fast ein bisschen wild, ne?
Aber wir halten. Wir halten gegen, ne? Und wir verdienen auch ganz gut Geld dabei, ne? Bei 40 wird's dünn am Ende. Die Spannung ist ja nur, sagt mir... Ach, du meinst hier, die Spannung. Ob was ankommt, ja. Jetzt ist aus, ne? Hier kommt dann nichts mehr an, da ist dann zu viel gewesen im Ding. Die fallen hier komplett aus dann. Aber die kommen auch nicht mehr wieder online, ne? Dreh jetzt mal ein bisschen runter, dass dann flackert's kurz. Ja, und dann kommen sie langsam wieder an den Start. Ich gehe nochmal weiter runter, damit jetzt stabilisiert sich's gerade ein bisschen. Ja, jetzt kommen sie, jetzt sind sie gleich wieder online. Ja. Zuckelt noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen geht's dann. Wenn ich jetzt wieder hochgehe, passiert aber nichts. Ja, jetzt kommen sie langsam wieder. Ja, jetzt fallen sie wieder aus. Okay, alles klar. Aber 20%, ich glaube, an 20% können wir uns langsam aber sicher ranwagen, ne? Ja, dürfte halt nicht mehr viel passieren. Au, 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 warte mal kurz. Ich sehe gerade was anderes. Hier ist der Absetzcontainer komplett voll. Ja, die brauchen gerade ein bisschen, bis die kommen. Da müsste auch auf jeden Fall einer auf dem Weg sein. Ja. Jawohl. Noch hat das keiner gemerkt, dass die gemischten Container hier voll... Wir brauchen unbedingt mehr Fahrzeuge. Wir haben hier einfach, wir bräuchten von diesen Garbage-Skiffs-Dinger, bräuchte man nochmal 3 oder so. Die Asche ist voll, ja. Ich hab's gesehen. Pass auf. Wir nehmen folgendes. Wir nehmen 1,98 auf. Oder so. Tilgen den komplett weg. Dann kaufen wir uns hier an der Grenze einfach nochmal 3 Stück oder 2 Stück von denen, weil das macht uns natürlich das Geld, ganz klar. Ne? Müllwagen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, fertig. Problem gelöst. Ja, die Plörre läuft schon gut ein, ne? Das ist, gibt ein Gesundheitsrisiko jetzt. Das läuft dir schon. Das schießt schon die Schüsseln auf. Ja, okay. Das ist ein Problem, aber es sind nur noch 300 Arbeitstage, bis es gefixt ist. was kann schon passieren, Leute? Was kann schon schief gehen? Die brauchen noch 800 Tage, also sollen sie mal nicht so haben. Jetzt ist die große Preisfrage, wann holt denn einer mal den ganzen Absatzcontainer-Mist? Das hatten wir doch eingegeben, dass die das holen, oder? Oder habe ich das vergessen? Ja, das haben wir gesagt, dass die das holen sollen. Alter, was ein Stau. Wir müssen echt mal ein bisschen Piano machen mit all dem, was wir hier tun. Das kriegt gerade so einen ganz, ganz hässlichen Spin. So, Leute, aber wie dem auch sei, es ist, wie es ist. Es ist, wie es am Sonntag auch immer sein muss. Wunderschön bei uns in der Siedlung, ja. Bützenbach lebt und Bützenbach gedeiht. Wir sind auf einem sehr, sehr soliden Weg. Noch ein paar Sachen müssen fertig gemacht werden. Warte mal kurz, eine Sache möchte ich noch machen. Ich möchte das mal wissen, ob das geht. Kann ich das ändern? Was ist denn die... Das ist eine wichtige Geschichte. Du sagst, ich soll die Abholung die vom Kraftwerk, die oberste, soll ich verändern, ne? Nee, das ist B-Laden.
Ist das jetzt die Ab... Ist das jetzt die... Ach nee, das muss ich speichern erst, ne? Ja. Danke. Ja, das ist gut. Jetzt müssen dann aber auch Fahrzeuge kommen, ne? Ja, ja, kommen noch gleich zwei. Sehr schön. Cool, Leute, aber ich finde, so kann man unsere Müllverbrennungsanlage auch einfach mal genießen. Ja, Sondermüll zum Genießen hier in Bützenbach. Ja. Das muss auch einfach mal drin sein. Und ich finde, das ist wunderschön so. Für uns alle.